genau genommen wachsen unsere Kälber im echten Außenklima am gesündesten auf. Viel frische Luft, Sonneneinstrahlung und ausreichend Platz bieten ein gesundes Umfeld für vitale Kälber. Manchmal bevorzugen Landwirte jedoch geschlossene Kälberställe. Verständlicherweise möchte nicht jeder bei Kälte im Winter draußen arbeiten. Doch genau in diesen geschlossenen Kälberstellen gibt es häufig Probleme mit einer zu hohen Keim- und Ammoniakbelastung. Das kann zu schweren Erkrankungen der Atemwege führen, die die Kälber ein Leben lang beeinträchtigen. Mit dem neuen Konzeptbahn hat Holm & Laue einen klimakontrollierten Stall entwickelt, der diese Probleme löst und zudem bedeutende arbeitswirtschaftliche Vorteile bringt. In diesem neuen Stallkonzept war es uns wichtig, die Luftqualität zu optimieren. Dabei haben wir uns für niedrige Seitenwände entschieden. Somit wird die Bildung einer Ammoniakwanne verhindert. Die Curtains öffnen von unten nach oben und bringen die frische Luft direkt zu den Kälbern. Ein zusätzliches Windschutznetz im unteren Bereich vermindert die Zugluft und sorgt zusätzlich dafür, dass der Curtain möglichst lange offen bleiben kann. Und zwar ist wichtig, einen Kälberstall zu planen, der bei jeder Windrichtung funktioniert. Also kam nur ein symmetrisches Satteldach mit äußeren Windleitblechen in Frage. Entscheidend ist jetzt die Steuerung der Curtains. Diese muss über eine Wetterstation erfolgen, die den Stall nicht einfach nur bei Wind und Regen schließt. Sie muss die Seitenwände getrennt ansteuern können und vorerst nur die dem Wind zugewandte Seite schließen. So bleibt die andere Seite offen und sorgt weiterhin für einen guten Luftaustausch. In vielen Stellen werden sogenannte Kälbernester eingebaut, um die Probleme mit der Zugluft zu lösen. In unserem Stall wirkt der äußere Servicegang als eine Art Puffer, falls es bei bestimmten Wetterlagen doch mal zur Zugluft kommen sollte. Der äußere Gang bietet auch noch weitere Vorteile. Bei geschlossenen Curtains kann es vorkommen, dass sich die Stallluft an ihnen abkühlt und nach unten sinkt. Durch den Abstand zur Liegefläche erreicht die kalte Luft nicht direkt die Kälber. Außerdem lassen sich von außen die Tiere sehr gut beobachten. Mein Name ist Christoph Hahn, ich bin seit 5 Jahren Herdenmanager hier bei Matthias Sörn und wir melken derzeit 550 Kühe und ziehen uns die gesamte weibliche Nachzucht auf. Wir haben in der Vergangenheit immer mehr gemerkt, dass gut aufgezogene Kälber auch immer die besseren Kühe sind und deswegen haben wir uns überlegt, einen Stall zu konzipieren und zu planen, der wirklich mit Lüftung und Fütterung funktioniert. Unser Hygienekonzept stützt sich vor allem auf 3 Säulen. Erstens schnelles und einfaches Ausmisten. Vor dem Entmisten können die Kälber mit den Gittern eingefangen werden. Dies kann von einer Person alleine erledigt werden. Die Mistungsintervalle können mit Hilfe eines Ammoniaksensors festgestellt werden. Zweitens Fütterungshygiene. Alle milchführenden Teile werden 2-mal am Tag vollautomatisch gereinigt. Zudem wird der Speichel am Nuckel direkt nach jedem Tränkebesuch abgesprüht. Die letzte und wichtigste Säule ist ein gut durchdachtes Rein-Raus-System. Es gibt 4 identische Boxen, die durch Gänge voneinander getrennt sind und separat gewaschen bzw. gemistet werden können. Nach 3 Wochen wird eine Box geschlossen und es wird in die nächste eingestallt. So ist eine Woche Leerstand nach jedem Durchgang garantiert. Außergewöhnlich ist der kurze Futtertisch in der Mitte des Stalles. Durch den Einsatz eines Tränkeautomaten wird hier nur sehr wenig Futterfläche benötigt. Um den Tierverkehr etwas zu entzerren, haben wir zusätzliche Kraftfutterspender in den Boxen installiert. Sie sind in der Nähe von Tränken angeordnet, da Kälber Wasser und Kraftfutter sehr gerne nacheinander aufnehmen. Das Herzstück ist die zentrale Kälberküche. Hier ist die Fütterungstechnik untergebracht. Durch den großen Eingang an der Seite kann der Landwirt problemlos mit dem Milchtaxi Frischmilch anliefern oder eine komplette Palette Milchaustauscher in dem Raum abstellen. Wir konnten die komplette Technik inklusive Kalfexpert, Double Jug Milchtank, Waschbecken, Warmwasserspeicher, Büroplatz und Klimasteuerung gut unterbringen. Der Kalfexpert versorgt über 4 Hygienestationen jede Kälbergruppe individuell mit Milch. Die moderne Fütterungstechnik kommt mit 3 großen Vorteilen daher. Erstens können die Futterpläne ideal an die Aufzuchtziele angepasst werden. Zweitens schafft die Arbeitserleichterung Freiraum für wichtige andere Aufgaben. Drittens stellen die gut strukturierten Daten immer eine optimale Tierkontrolle sicher. Tatsächlich hat uns positiv überrascht, dass die Kälber sehr wenig Stress haben. Wir haben wirklich sehr gute Tageszunahmen und können uns nicht über irgendwelche Defizite beschweren. Zusammengefasst bietet der Konzeptbahn ein gut durchdachtes Lüftungskonzept in Verbindung mit optimaler Arbeitswirtschaft.